So, guten Morgen. Heute ist der 21.05.2023 und das wird Teil 25 von meiner Serie. Also hier in dem Teil geht es nochmal um den Willimann. Viele haben ihn ja kennengelernt über die Jahre. Er war wirklich ein unglaublicher Exzentriker und war halt auch ein Geschichtenerzähler. Wenn wir irgendwo hingegangen sind, und er mich vorgestellt hat, jemand, der mich vielleicht nicht gekannt hat vorher oder sowas und den er kannte, da hat er mich immer folgendermaßen vorgestellt, hat gesagt, okay, das ist hier mein guter Freund und Nachbar, und er runs Fawlty Towers up in Bluefields. Fawlty Towers, ich weiß nicht, kennt ihr wahrscheinlich die Serie, die berühmte mit John Cleese. And his specialities are rat manicures and feeding his guests with dog food. Also seine Spezialitäten sind Rattenmaniküre und seine Gäste kriegen Hundefutter. Und es war ein Fehler, ihm zu viel zu erzählen, und manche Sachen hätte ich ihm vielleicht nicht erzählen sollen, wie zum Beispiel diese Geschichte. Also die Geschichten waren folgendermaßen. Das eine war, ich hatte zwei Mädels, die waren hier ziemlich lange und haben mir auch geholfen, waren ganz nette Mädels aus Deutschland. Und eines Tages sagt die eine zu mir und sagt, Mensch, du Frank, du kannst gar nicht vorstellen, was heute passiert ist. Ich habe mich heute Mittag hingelegt und habe ein bisschen geschlafen. Und dann habe ich eine unglaubliche Sensation gehabt. Es war ein ganz tolles Gefühl an meinen Fingern. Ja, irgendwie, und ich bin da aufgewacht und denke mir, ja, das ist ja kein Traum, das ist ja, geht ja weiter. Und dieses sensationelle Gefühl an meinen Fingern. Und sie schaut runter und da war so eine kleine Maus und die hat ihre Fingernägel angebissen. Also. Und das war halt dann, so kam dann die Geschichte von der Rat-Maniküre. Und die andere Geschichte mit dem Hundefutter war ungefähr folgendermaßen. Das war auch in der Zeit, wo der mit den Krokodilen unterwegs war. Also dieser Typ, dieser Amerikaner. Ach nee, nicht mit. Nee, das war zu der Zeit, als mit diese Geschichte mit den Krokodilen war, mit dem Amerikaner. Er war mit einer Gruppe von Leuten unterwegs, 10 Leuten oder so, und die hatten also Höhlen erforscht und so, und kam dann ein bisschen später am Abend wieder, und wir hatten schon gegessen, und die kamen dann auf die Veranda raus und so, und dann habe ich gesagt, ja, wie war eure Tour? Wahnsinnig, es war so toll, und waren ganz begeistert von der Höhle, die sie da besucht haben, und überhaupt von der Tour. Und dann habe ich gesagt, habt ihr schon was zu essen bekommen? Weil wir hatten ja schon gegessen und so. Und dann haben sie gesagt, ja, wir sind in die Küche gegangen und haben uns einfach selber bedient. Und so. Und dann habe ich gesagt, okay. Ja, und es gab so einen leckeren Eintopf und alles gut, ja. Und ich habe gesagt, leckeren Eintopf? Wir hatten ja gar keinen Eintopf zum Abendessen, ja. Und dann habe ich die Scharnett später gefragt, also meine Köchin, die wirklich einen tollen Job gemacht hat. Die hat für 25 Leute hier 30 Leute, 40 Leute manchmal gekocht. Also unglaublich. Und das dreimal am Tag. Also der Hut ab vor der Frau, die hat wirklich, das war die einzige, die wirklich gearbeitet hat, hier oben von meinen ganzen anderen Angestellten. Die anderen Angestellten, da haben sie mir auch schon meine Gäste. Sobald du rausfährst, passiert gar nichts mehr. Die sitzen nur noch rum und essen und trinken und streiten sich und machen was weiß ich und kümmern sich überhaupt nicht um die Gäste. Und das war halt so. Aber sie war sehr fleißig. Sie war eine ganz tolle Frau. Und auf jeden Fall, dann habe ich die Schane gefragt und habe gesagt: Hey, sag mal, Eintopf? Wir hatten noch gar keinen Eintopf. Und ich sagte, oh, Mann, they must have taken the dog food that we cook with the chicken buck, you know. Weil sie hat immer eben also ich glaube, ein Cornmeal und Chicken Buck. Und dann hat sie immer gewürzt, weil
die Hunde waren gewohnt, dass sie Reste bekommen haben und das hat aber nicht gereicht und deswegen haben wir dann eben noch für sie zusätzlich gekocht und denen hat es dann einfach besser geschmeckt, wenn es gewürzt war, weil es ist eben das, was sie gewohnt waren, ja. Und deswegen hat sie immer auch das Essen gewürzt. Deswegen, wenn es jetzt ungewürzt wäre, dann hätten die das vielleicht gleich gemerkt oder so, ja. Aber da es gewürzt war und ja, und Chicken Back ist auch so schlecht nicht, ja. Wir kommen, fanden die es halt ganz toll. Ich habe es ihnen natürlich nie gesagt. Hat das einfach dabei belassen. Und naja, das war eben jetzt diese Geschichte. Ich werde noch weitere Willimann-Geschichten erzählen. Aber erstmal nicht. Ich habe nämlich gestern habe ich eine Liste aufgestellt von Videos, die ich noch machen will. Und die Liste, boah, die Ideen sind mir so in den Kopf gekommen. Ich habe noch sensationelle Geschichten zu erzählen. Also ihr werdet euch wirklich, ihr werdet euch freuen und werdet noch viel zum Lachen bekommen. Es sind wirklich zum Teil sehr komische Geschichten. Und ich bin irgendwie so ein Magnet für irre Ereignisse oder so. Ja, also es kommt viel. Und wenn ich mir, und bitte helft mir, den Kanal zu verbreiten. Schickt es an eure Freunde, vor allen Dingen die Playlists. Die Playlisten sind halt gut, weil die Videos sind so ein bisschen durcheinander und da müssen die Leute so durch. Wenn ihr einen deutschen Freund habt, schickt ihr eine deutsche Playlist. Ich habe auch das englische Playlist. Schickt es an Leute. Es ist einfach, glaube ich, hat ein Potenzial, dass es wächst. Und ich sehe einfach nicht ein, dass die schalten jetzt schon überall Werbung bei mir und ich kriege keinen Pfennig davon. Ich kriege erst Geld, wenn ich eben 100, nee, nicht, ich muss mindestens 1000 Subscriber haben und 4000 Watchhour. Ich komme dahin, aber brauche schon auch eure Hilfe. Verbreitet es einfach auf euren Kanälen, auf eurer Facebook-Seite. Macht mal einen Link dahin. Damit könnt ihr am meisten helfen. Und jetzt momentan wäre natürlich auch eine kleine Direkthilfe an PayPal, cooleskerl@gmail.com, toll. Aber mir wäre es wichtiger, dass der Kanal auf jeden Fall wächst. Und da könnt ihr mir wirklich helfen. Es kostet euch keinen Pfennig. Tut mir einfach den Gefallen. Und wenn ich mir andere Kanäle anschaue, es gibt Kanäle von Leuten auch, die zum Beispiel irgendwohin ausgewandert sind und so, und die machen dann einen Blog oder so. Die haben nichts zu erzählen. Da ist kein Inhalt. Und die kriegen trotzdem, die haben Tausende von Leuten, die da Followers und Subscribers und sowas, ja. Und ich denke mir, wenn Leute, die wirklich eigentlich überhaupt keine Geschichten zu erzählen haben und wenn die schon so viele Subscriber und Followers kriegen, dann müsste ich eigentlich auch mit der Zeit ganz gut, müsste es ganz gut laufen. Gut, das war's für heute. Morgen fange ich an, mit meiner Liste abzuarbeiten. Sensationelle Geschichten. Freut euch drauf. Also ihr werdet noch viel zum Lachen bekommen. Es waren viele sehr komische Ereignisse. Und wie gesagt, kommt einfach mal wieder her. Schafsten ist ein Platz, wenn ihr in ein All-Inclusive geht und sagt, ihr wart in Jamaika. Ihr wart nicht in Jamaika, ihr könnt irgendwo gewesen sein, ihr könnt auf einem Cruise Ship gewesen sein, ihr könnt in Manila gewesen sein, ihr könnt auf Kuba gewesen sein. Es ist alles das Gleiche. Es ist alles das Gleiche. Ihr erlebt nicht das Land. Hier in Schafsten erlebt ihr eins zu eins das Land. Ich mache Touren, die keine anderen machen. Ich be begegne. Ich hatte jetzt gerade einen alten Klassenkameraden, der hat gesagt, Frank, das ist sensationell, mit dir umzureisen. Man kriegt einfach so ein Feeling von dem Land und so. Also Leute, kommt einfach vorbei und ja, und ich werde vielleicht nochmal über die Preise sprechen, weil die Leute sagen, ah, du bist jetzt zu so teuer, $100 am Tag, all inclusive. $100 ist nicht viel Geld in Jamaika und ich biete sehr viel für das Geld. Ihr kriegt ein super Essen, ihr kriegt ein ganz tolles Frühstück, ihr kriegt ein richtig geiles Mittagessen, ihr kriegt ein super Abendessen und dann die ganzen Getränke, da kommen Obstsäfte dazu. Wenn du das mal alles addierst, wenn du in eine Bar gehst und siehst, wie viel du ausgibst in einer Bar, und so ein Essen,
was das kostet hier. Ja. Wenn du so ein Qualitätsessen hier irgendwo bestellst, dann bist du 20, 25, $30 los. Das ist nicht viel Geld. Ja. Das ist wirklich nicht viel Geld, was ich da verlange. Und mit Pool und allem drum und dran. Deswegen, ich meine, was ich machen werde, ich werde noch irgendwie so machen, wenn Leute, weil ich wirklich drauf stehe, dass Leute länger da sind. Diese Eintagestrips, das ist echt, das finde ich total ätzend, weil ich möchte meine Leute kennenlernen und ich möchte mit denen wirklich eine Kommunikation haben und möchte möchte mit denen wirklich interagieren und das ist auch schon mal meine Stärke und das ist, was Scharfsten ausgemacht hat, das ist, was die Leute hier wollten und mochten. Und deswegen werde ich dann, wenn die Leute wirklich 2 Wochen bleiben oder 3 Wochen, dann werde ich nochmal mir überlegen, dass ich da dann die zweite Woche, das ist dann eben günstiger und die dritte Woche vielleicht nochmal günstiger ist, dass sie im Endeffekt dann doch weniger bezahlen als 100 US. Aber an und für sich, das ist es wert und ich meine, schaut euch an, was ihr euch gibt. Ihr gebt doch eh 100 US-Dollar am Tag aus und dann habt ihr schon eh alles. Ihr habt schon alles und gut. Wenn ich jetzt noch tue und sowas, dann verlange ich da noch ein bisschen was dafür. Aber auch das ist, mache ich jetzt auch, naja, vielleicht ein Fuffi oder sowas dazu noch am Tag für eine größere Tour ist dann vielleicht ein bisschen mehr. Aber auf jeden Fall, wir werden uns schon einig und ihr habt einfach eine super, super Erlebnis hier. Okay, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Freut euch auf so sensationelle Geschichten kommen noch. Okay, bye bye.